Hallihallo, meine Lieben. Es ist mal wieder Zeit für ein kleines Update. Ich habe meine Fische gerade gefüttert. Irgendwie sieht es auf der Kamera immer so extrem viel aus. Allerdings schwimmt da noch ein bisschen Grünzeug oben rum. Wir haben heute den 10.09. 2018. Und wie ihr seht, ich habe mein Aquarium ein bisschen umgestaltet. Es ist wieder ein bisschen mehr Grün reingekommen. Die Neons haben uns verlassen. Ja, irgendwie vermisse ich einen Schmetterlingsbuntbarsch. Der ist einfach nicht mehr da. Ich habe ihn noch nicht mal tot gefunden. Also, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Aber der ist noch da. Ja. Außer dass ein bisschen mehr Grün im Becken ist und ich ja hier Eier von den Antennenwelsen dran habe. Ja. Und er jetzt eigentlich auch die ganze Zeit da drinne rummacht. Ja, ich setze mich einmal davor und er haut natürlich ab. Ja, im Moment ein bisschen wenig in meinem Becken los, aber die Rotkopfsammler kommen, ziehen da demnächst ein. Ich denke mal nächstes Wochenende. Weil es war echt schwer, die Neons da raus zu fischen. Ist er. Oh, ich sehe gerade einen Fisch, den hat das Zeitliche gesegnet. Ein Guppi, da liegt er. Oh, den muss ich gleich mal raussammeln. Ja, man könnte sie drin liegen lassen, sie werden gefressen, aber ich weiß ja nicht, ob er krank war, ob es jetzt Altersschwäche ist. Also von daher sammle ich ihn raus. Ja, jetzt ärgere ich den jetzt auch nicht weiter, dass er wieder da an seine Höhle geht. Ja. Wie gesagt, dies wird nur ein kurzes Video. Aber ich wollte auch mal wieder ein Lebenszeichen von mir geben. Und von daher, jetzt ist er rein. Der hat sich eben einfach nur erschreckt. Und der macht das ganz gut. Ich bin stolz drauf. Ich warte mal ab, wann die ersten rauskommen. Freue ich mich schon drauf. Und ja. Ansonsten geht's den Fischen gut, bis auf den einen, der da jetzt unten liegt. Aber den hole ich jetzt gleich raus, wenn ich fertig bin. Und dann werde ich die Tage mal von dem kleineren Aquarium noch ein Update machen. Dann wünsche ich euch natürlich noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn. Und wir hören uns. Ja, ein paar größere Babys werden demnächst hier auch einziehen wieder. Die sitzen noch in dem kleinen Aquarium, aber das soll ja nicht auf Dauer so sein. So, jetzt labere ich nicht. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Minuten meine Fische und ihr könnt gucken. Über einen Kommentar würde ich mich freuen. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag.